Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Tunnel 2 mit Seleukiden und Sparta. Gespielt von Jake. Hallo. Hi und Hi. Tobi. Hi. Gut. Und jetzt spielen wir Wolfpack gegen Garnisonsarmee. Ich musste so grinsen, als Ja. du angefangen hast und dachte mir so, schafft das jetzt? Schafft das jetzt? Hört er mich grinsen so? Ja, also, Und naja. bricht dann ab? Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Also, das ist erster Versuch, halt. Jo. Gut. Da muss ich dir jetzt einfach wieder deine Armee wieder schön ins Ohr scheißen. Das ist Ja, ich bin mal gespannt, weil der sagt, dass du bessere Einheiten hast, aber das glaube ich eigentlich nicht. Das glaube ich eigentlich nicht. Also 1, 2, 3, 4. Ist der bisschen behindert oder bisschen verblödet? Oh, ich weiß nicht, also es könnte beides sein. Weißt du, ich habe halt eine Flotte mit wahrscheinlich nur Fernkämpfern. Ich habe zwei Nahkampfeinheiten, Infanterie. Aber du kannst es so sehen, die Karte ist genau, oder die Map, ja, ne, das Dorf ist genau dasselbe wie gerade eben. Also kannst du dich getrost einbunkern. Und Ja, jetzt bin genau. ich mal der Angreifer. Boah, das wird aber, glaube ich, echt ganz schön eklig. Vor allem, weil du halt Bogenschützen hast und ich Peltasten. Ja, aber also Peltasten tun bei den gepanzerten Einheiten sehr weh. Ja, da weh tun sie schon. Aber die Reichweite ist halt Ja. let's say begrenzt. Total begrenzt. So. So, die brauche ich da, damit sie dir ins Ohr sabbern. So. Oh, der ist Schwertkämpfer. Sucuk. Okay, I got it. So, ich bin mal gespannt, ob mein General irgendwie da durchkommt. Also durch deine Weil Verteidigungsmauer. dein General ein Arschloch von Wagenviech ist, oder? Genau. Mhm. Also, also wenn er durchkommt, macht er Autsch. Aber bis er durchkommt, ist er tot. Wahrscheinlich. Bis er durchkommt, hat meine Peltasten hoffentlich ganz viel Autsch gemacht. Aber also bei denen muss man halt echt aufpassen, weil die machen übelsten Friendly Fire. Also wenn ich den durch meine Fernkämpfer durchschicke, ist eine Schneise tot. Ja, genau. So. Are you ready, Teddy? Nee, 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 halt, stopp. Halt, stopp! Jetzt rede ich. So, jetzt bin ich ready. Okay, dann let's go. Denkst du, ich schnall das mit deinen Bürschleins da nicht? Was? Nee, ich glaube, du bist blind. Oder andere Frage, glaubst du, dass ich deine Kavallerie da nicht sehe? Also, ob noch viel mehr obvious hätte man sie, glaube ich, nicht hinstellen Nee, können. komm ja nicht hierher. Hier steht niemand. Also diesen Fleck würde ich meiden. Oh, warte. Würde ich halt wirklich. Lauft jetzt hier Kamel-Arschgeigen. Das sind Kamele und keine Arschgeigen. Upsi.
Upsi Pupsi. Ja, das ist halt das Problem, wenn du nur zwei. Wow. Wenn du nur zwei Nahkampfeinheiten hast, ne? Mhm. Die Männer wanken. Ran an den Aal! Okay. Ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt lang kannst. Deswegen glaube ich, stelle ich die jetzt einfach mal anders hin. Wo? Also ich kann, da gibt es zwei Bereiche, wo ich reinkomme. Ja, genau. Ja. Das ist ja das, was ich gerade am sagen bin. Okay. Na dann. Wo ist mein General? Da ist mein... Le General. Generell ist mein General am... Schillen. Entschuldigung. Wird nie wieder vorkommen. Okay, ganz ehrlich, deine Kamele haben meine Pferde ziemlich zum Lachen gebracht. Also zum Weinen. Ja. Ja, Kavallerie mag die nicht so. Die sind voll rassistisch, die Pferde. Ey, was geht denn mit dir ab? Schießt einfach so auf meine Dudes. Nice. Schildwall! Uiuiui. So, tötet die Hunde. Irgendwas ist mit deinen Piken schief. Die gehen mitten durch meine Leute durch. Oh ja, stimmt. Das sieht irgendwie nicht so gesund aus. Ja, die mögen das auch gar nicht. Was war denn mit denen? Voll lustig. Aber ich wusste gar nicht, dass das Pikeniere sind, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wären nur Speerdingern. Dingerts. Eine unserer Speerviecher. Genau. Sucht euch eure Ziele! Ei, ei, Captain. Nein, nein, du nicht. Du Was darfst ist? Sterben gehen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Das hat sich ja gelohnt. Okay, weißt du was? Ich hab jetzt genug. Ganz egal, worauf ihr schießt, kill it with fire! Ja. So, jetzt will ich mal sehen, wie mein General da durchfegt. Oh, nicht schlecht. Eine gesamte Einheit ist umgekommen! Der Leute fährt halt auch einfach durch, ne? So. Scheißt sich einfach nix, der fährt einfach einmal quer durch. Naja, versuch mal Wagen mit vier Pferden aufzuhalten. Das ist schwer. Ja. Warte, wo ist er? Hier. Tötet es! Ganz egal, was sie tut, aber greift den General an! Ich komme hier gerade vor wie ein Rasenmäher. Uiuiui. Ich bin gespannt, ob das gegen Sparta auch so funktioniert hätte. Nee, never.
Never. Also wir werden es irgendwann noch rausfinden, schätze ich. Ja. Also, ja, sobald ich ja zu deinen. Alter, 400, der ist einfach mal durchgefahren. Und 400 Einheiten tot. Alter. Ja, Rasenmäher, sag ich doch. Gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal die Stärken von denen gesehen, aber naja, die haben halt riesige Schwächen auch, also. Das geht ja aber auch nur bei Bogenschützen. Ja, oder, also, ja, eigentlich schon. Ich sag mal so, was halt die KI macht, was ich nie tun würde, die bauen halt so viele Fernkämpfer. Also, ja, also, es kommt drauf an. Also, wenn es krasse Fernkämpfer sind, dann lohnt es sich sogar schon. Weil dann kann man wirklich den Gegner ausspielen. Aber sobald er Kavallerie hat, deswegen ist es immer wichtig, Kavallerie zu haben, auch wenn man die nicht mag. Oder so. Weil Fernkämpfer einzuholen macht echt keinen Spaß. Oder man ist Sparta. Oder man ist Sparta und. Und kämpft einfach dann im Schatten. Genau. Wenn die Pfeile die Sonne verdunkeln, können wir im Schatten kämpfen. Ja. Aber so die Plänkler-Kavallerie, die. Alter, die ist so krass. Also. Ich finde, es gibt nichts Anstrengenderes. Ja. Als verdammte Plänkler-Kavallerie. Weil die holst du halt nicht ein. Und die hat. Mit nichts! Ja. Du kannst ja nicht mal mit anderen Kavallerieeinheiten einholen. Die sind viel, viel schneller. Und, ja. Und ballern halt während der Flucht so. ballern noch. Sie ja auch, genau. Ja. Die können sie ja in alle Richtungen schießen und nicht nur nach vorne. Drehen sie einfach in ihrem Sattel um, die kleinen Lümmel. Die kleinen Lümmel. Genau. So, Zeitlupe. Sehr schön. Mach ihn fertig. So, ja. Ja, aber eine Kavallerieeinheit ist weg. Sabba ist zerstört. Wuhu! Jetzt hat sich's ausgesabbert. Ja. Wir werden nie wieder den tollen Klang des Namens hören. Sabba. Ja. So, ein allerletztes Mal. Super. Achso, ja, stimmt. Da gibt's ja ein Gebäude, das kann ich nicht. Alter. Ein Gebäude, das sabbert. Das habe ich ganz vergessen. Hansel von drüben. Aber ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, als ich die Armee ausgehoben habe. Wie gesagt, ich glaube, ich habe gesagt, dann schickst du wahrscheinlich deine Hanseln da ja. Von drüben zu mir rüber oder so. Und dann hast du dir gedacht, ah, das mache ich. Ich nenne die jetzt Hansel von drüben. Ja, aber das ist so eine Armee, die wirst du hassen. Also, ja. Ja, es sind einfach nur Fernkämpfer. Nee, nur Plänkler-Kavallerie. Nee, keine Sorge. Aber, also es, ja, sagen wir mal so, es sind mehr als fünf. Das glaube ich aber wäre halt gegen jemanden, der so klassisch Sparta spielt wie mich. Oder eigentlich allgemein. Ist automatisch. Stell dir vor, so eine Armee nur aus Plänkler-Kavalleristen. Ja, da gibt's eine Fraktion. Ich glaube, das sind die Baktrien oder so. Die haben extrem gute Plänkler-Kavallerie. Und die haben so eine verrückte Formation. Und dann reiten sie quasi im Kreis und schießen halt Dauerfeuer. Und das ist halt, ja. Also damit bricht man selbst, Spartaner. Wenn es halt Dauerfeuer von Flammenpfeile dann rüberschickt. Ist halt nicht ganz so geil. Ja. Jetzt muss ich mal. Warte, die befördern. Und dann verheiraten.
Hast du einen guten religiöser Ehemann? Okay, kultureller Ein-Ding. Und religiöse Ehefrau und religiöser Ehemann. Passt doch, perfekt. Super. Wunderbar. Ja, ich bin schon Imperium? Was? Okay. Das ist halt. Haha, viel, viel mehr von diesen Aktionsscheißereien. Ja, aber also Imperium ist eigentlich gar nicht so schlecht. Weil ich wusste gar nicht, dass ich das hab. Ja, also ich bin auch Imperium. Stufe 2. Ach so, nee, das meinte ich nicht, sondern bei Regierungsübersicht. Unter diesem Kuchending. Ach so, ja, nee, da bin ich ja immer Königreich, ja. Ja, genau. Das müsstest du ja ändern. Ja. Ja, ich bin immer noch mit den spartanischen Abtrünnigen im Krieg, weil die irgendwo mit ihrem kleinen Schiffchen rumdümpeln. Mm. Irgendwo an der Küste Italiens. Auf der anderen Seite des Stiefels. Warte, ich glaube, ich habe eine böse Idee. Weil Kusch ist klar. Also, die sind in Ägypten. Und die mögen mich nicht ganz so. Und der sieht auch blöd aus. Deswegen gehe ich jetzt mal nach Ägypten weiter. Oder soll ich Richtung Sparta? Ich bin für Ägypten. Okay. Gut, aber das heißt, dass du dran bist. Warte, ich schau mal. Ich hab einfach 94% des Senats, nenne ich es jetzt mal. 94% des Kuchens. Ja, der halben Pizza. Der halben Pizza? Das ist nicht schlecht. Warte. Warte, mit den Hansel von drüben gehe ich mal runter nach Ägypten. Die da bleiben gerade noch da, die bleiben auch da, die bleiben auch da. Gut, du bist dran. Wahrscheinlich verliere ich jetzt eh gleich wieder Apollonia, ich sehe es schon. Wieso? Naja, da ist so ein Lümmel von, was ist der, Syrakus? Genau, ja okay, nee, mit 5 Einheiten, das schafft glaube ich sogar noch die Garnisonsarmee. Ja, nee, nicht. Also 5 Einheiten, ja. Ja, weil meine Garnisonsarmee besteht aus 6 Einheiten. Also, scheiße, aber die sind alle komplett angeschlagen. Die sind richtig angeschlagen. Oh je. Ja gut, dann wird das vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Oder warte. I have a great idea. Eine Armee reinhauen? Oder einfach einen General? Also allein der General würde ja schon mal viel helfen. Ja, definitiv. Sind die dann erst das nächste Mal, wenn ich dran bin, fertig? Oder wenn er mich angreift, sind die schon fertig? Wenn ich jetzt 4 Truppenverbände reinbaue? Nee, erst wenn du wieder dran bist. Okay, also die brauchen immer ein Vierteljahr. Dann muss ich Söldner nehmen. Söldner-Hopliten, spartanisch. Ja, die hauen auch rein. So. Und dann, was haben wir noch? Söldner-Veteranen-Hopliten. Und dann noch Söldner-Ultra-Mega-Hopliten. Genau. So. Mein Einkommen erstmal gleich null. Ja, Hopliten sind verdammt teuer. So. Ja, oder? Ah, nee, aber ich weiß nicht. Da ist so ein kleiner Lümmelfatzke von Pergamon. Der glaube ich die Stadt schon an, der glaube ich Pella schon angegriffen hat oder auch irgendwie belagert oder so. Wenn ich jetzt angreife und er aber zuerst angegriffen hat, kriege ich dann die Stadt oder er? Wenn er. Nee, du bist ja der die. Belagert. Belagert. Ist er, also er kann sie nicht angreifen. Ach so, okay. Na dann. Ran an ihn, Aal! So. Spielst du oder machst du automatisch?
Also ich meine, ich spiele Belagerungs- oder ich spiele so Eroberung von Großstädten sehr gerne, aber das ist dadurch, dass ich mit zwei Fullstacks angreife, sowas von eindeutig. Ja, okay. Dass ich da, glaube ich, mit einer aggressiven Kampfstellung einfach automatisch reinpfeife. Mhm. Hey, ich habe 400 getötet von dir. Ganze 400? Ja, Mann. Zu euren Diensten. Rang erhöht. Alter, du plünderst. Ja, ich plünder, weil ich dadurch jetzt so sau viel Geld ich glaube, ich habe 6000 Gold davon gekriegt. Ja, nee, es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und ja, vor allem bei mir, weißt du, der gerade 1000, fast 2000 für irgendwelche Söldner rausgeballert hat. Warte, komme ich mit denen im Gewaltmarsch nicht weit genug, um Peller zu rennen. Oh, aber mein General bei der einen Armee ist ziemlich angeschlagen. So, okay, aber der General hier ist im Rang aufgestiegen. Speere. So, jetzt muss ich nochmal gucken, was war denn hier gut? Ja, machen wir mal das da, das klingt super. Minus 50 in der nächsten Runde. Okay, mal gucken. Das kann man, glaube ich, auch wieder aufbauen. Dann das da würde ich... Machen wir alle weg hier. Nur so, also der General bei Apollonia steht neben der Stadt, ne? Nicht in der Stadt. Der kann sich aber auch nicht bewegen. Aber, der kann, wenn er neben der Stadt steht, reicht ja. Er. Ja klar, aber also nicht, dass du denkst, dass er... Also er muss halt dann in die Stadt rein, aber ist ja in Ordnung. Ja. So, okay. Ne? Ja. wie sieht denn dem aus? Könnt ihr... Ach so, warte, das ist ja das Gleiche. Das ist ja das, was ich so strange fand. Hat der irgendwie seine Schwester geheiratet oder so? Es ist irgendwie sau verwirrend, dieser Stammbaum. Okay. ja, wirklich. Genau das ist mein... ja. Hat cool. Ich hier nicht irgendwie noch einen Charakter? Ach so, nee, das ist sie. Okay. 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 So. Hau rein da. Kann ich einen Provinzer? Ja, ich kann einen Provinzer lassen. Steuersatz. Wo ist der für öffentliche Ordnung? Hier. Gibt es da noch einen besseren? Nö. Weil öffentliche Ordnung ist in der Situation, glaube ich, ziemlich wichtig. Mhm. Ja, wenn ich jetzt schon minus 14 habe und nächste Runde minus 50. Oh, warte, das zieht sich ja vor allem in allen, in der ganzen Provinz ja so durch. Uiuiui. Uiuiui. So. Aber das ist nur nächste Runde. Und ab dann ist es dann nur noch so minus 25. Na dann. Jawohl, mit dem mit der Ding und der Armee und so, vielleicht wird es dann sogar noch besser. Mal schauen.
Ja, aber meine Pikiniere sind auch Silber 2, also Rang 5. Wie viel Moral? Ach so, Moral 94. Mhm. Und die spartanischen Hopliten 96. Und die königlichen Spartaner, also die Generalseinheit 112. 100 was? 112. Okay. Was halt auch schon abartig ist. Ist dafür, dass ich jetzt gerade 4 Städte, nee, 5 hab. 5 Städte hab. So. Diplomat I. Naja, meine kommen dann mit den 60, ihr kommt mit 50, 70, zu mir, die ja. Ich mir gütig anhören werde. Nicht ganz so weit. Ja, also ich glaube, das wird, glaube ich, das Einzige sein, wodurch ich gegen dich wirklich punkten kann. Und was im Grunde auch mein wichtigster Vorteil wahrscheinlich dann sein wird, wird die Moral. Ja, auf jeden Fall. So, dass halt meine Krieger länger auf dem Feld stehen bleiben als deine. Mhm. Ja, bis dahin muss ich dir auf jeden Fall ziemlich pushen, also. Ja, so genau. Mit Rüstung und so weiter. Alter, ohne, also die Hansel von drüben, die haben ja noch keine Erfahrung. Und die haben halt 40. Also, ja. Wenn du mit denen vorbeikommst, ich glaube, dann gewinne ich. Ja, dann musst du nur niesen und die rennen weg. Achoo! Naja. Dann bin ich aber, glaube ich, schon fertig und kriege bald Nahrungsprobleme, wenn ich nicht aufpasse. Ja, bei mir auch langsam. Also mir ist aufgefallen, dass Rom dieses Mal, also in dieser Kampagne sehr groß ist. Ja, aber trotzdem gar nicht so krass übergriffig. Okay. Also ich finde diesen... Ein Abkommen zwischen uns wäre den Göttern gefällig und ließe unsere Feinde nachdenken. Der versucht anzugreifen. Nein, Pergamon will ein Schutzbündnis. Oh, ist das niedlich. Wie viel bietet er? Warte, kann ich ihn zu einem Klientel machen? Einfach nur, weil witzig. Ich glaube nicht, weil der hat keine Stadt mehr. Ah ja, stimmt. Nee, geht auch nicht. Krieg erklären. Nee, aber Angebot ablehnen. Stirbt ja von alleine jetzt. Ja, ja. Oh. Toll. Und die Söldner waren ganz umsonst, weil der Pfosten in Epidamnus sich jetzt, der Pfosten da sich jetzt wieder nach Epidamnus verdrückt. Ja, naja. So eine Söldnerarmee darf man nicht unterschätzen. Vor allem so eine Söldnerarmee. Ja, ich habe ja ganz starke Jungs. Ganz starke Jungs. Okay, Entwicklungsfokus, da werde ich mal Militär machen. Motiviert, Krieg erklärt, Rom und Skordiska. Skordiska, wo sind denn die? Was ist das? Das ist ja über Epidamnus in der Stadt. Okay, Bevölkerungsüberschuss, hört man immer gern. So. Hier mache ich mal wieder Nahrung. Nahrung kann man nie genug haben. Und ich sehe gerade, wir haben schon wieder eine halbe Stunde. Juhu. Das ist doch schön. Na, ja, ja. Gut, willst du abmotten? Das, meine lieben Freunde, war... Schöne Runde Rome Total War 2 against mit dem lieben Tobi auf seinem wunderschönen Kanal. Oh, ja. genau. Das klang mit euch. Tschüss. Ja, das klang gerade so, als hättest du irgendwann, keine Ahnung, Bücher oder was weiß ich, von Schreibtisch gefegt, nur ganz nah an das Mikro zu kommen. Ja, und hier. So, oh Gott, ich muss jetzt aufpassen. Bitte, was, du hast gerade gestockt. Das klang gerade so, als ob du irgendwas vom Schreibtisch runtergefegt hättest, so. Von Aufregung und was weiß ich, so, oh, ich darf und so. Achso, nee, ich hab mein Handy auf den Tisch geschmissen. Achso. Oh mein Gott, ich muss mal sagen.
Cool. Nee, okay, ja, danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao. Nice.